mal gucken, ob es angenommen wird von den Leuten. Doch, kommen welche an. Gut, ist eine Mäusejagd. Die kann ja auch ein bisschen wilder sein, ne? Da gibt es ja nichts dagegen einzudingsen. So, fahren jetzt hier schon Leute mit, hier vorne. Es geht runter, hoch, durch Kurven. Hoch und wieder runter. Ein wildes Hin und Her. Als nächstes gibt es den Autoscooter und das ist auch eine gute Sache. Ja, Verkehrswert steigt doch gut an hier durch unsere Investitionen. Und da ist es Autoscooter auch schon. Geldsorgen müssen wir an, glaube ich, auch keine mehr haben. Läuft doch schon ganz gut hier. Jumper ist auch voll. Jetzt ruckelt es gerade wieder ein bisschen. Warum auch immer. Ist halt so, wenn man so eine VM spielt. Ich hätte nämlich gern noch einen zweiten Weg. Gelände gehört dem Park nicht. Achso, ich könnte ja wieder einen Tunnel durchbauen. So, jetzt hupen die ganzen Leute dort wieder rum. Komm, verzieht euch. Ich baue einen Tunnel. Und wo endet der? Das war eh noch zu weit. Der Weg ist noch gar nicht offen und latschen die ersten Leute dort schon rum. Muss doch auch nicht sein. Oh, eins daneben. Komm, verrecken die Leute dann, wenn die dort runterfallen? Ich will es gar nicht wissen. Jetzt fällt nämlich gerade einer runter und... ist verschwunden. Okay. Ja. Das passt immer noch nicht. Aber das. So, Ebene. Werbekampagnen sind beendet. Ich denke mal, wir sind ganz gut im Plan. Werde ich jetzt erstmal keine machen. Warum ich in dem Tunnel Sitzbänke hinbaue, das weiß auch nur ich selber anscheinend. Jetzt können wir mal das Autoscooter bauen. Das Terrain ist ja nicht sehr schön. Muss ich mal so sagen. Aber ich kann mir hier jetzt noch ein bisschen Land kaufen. Achso, gehört noch gar nicht mehr.
kann ich ja noch gar nichts abreißen, wenn es mir noch nicht gehört. Das macht Sinn. Also ich mache das nicht oft eigentlich in RCT-Szenarien Land kaufen, aber manchmal geht es halt nicht anders. Und da muss man halt mal ein bisschen investieren, so wie hier. Was haben wir jetzt? März. Oh, jetzt habe ich das Fenster leicht verschoben. Das ist ungünstig. Ach, warte mal, ich habe ja das Programm. So, es soll es wieder passen. Es gibt nämlich so ein nettes kleines Programm, das heißt Sizer. Damit kann man ein Fenster pixelgenau mit einem Klick ausrichten. Auch von der Größe, von der Position. Das ist sehr praktisch bei Aufnahmen. Wenn man den ganzen Desktop aufnimmt und das aber nur auf einen bestimmten Bereich schneiden will, dann nimmt man dieses Sizer und kann das dann halt immer wieder so an der Position wiederholen, wie man es möchte. Eigentlich eine praktische Sache. So, wir gucken mal wieder. Ah ne, ich könnte mal wieder speichern. Bang. Als nächstes gibt es einen Ladenstand, aber wir gucken mal wieder hier bei den Warteschlangen, ob da Probleme sind. Autofahren, keine Warteschlange. So viel bezahlen sie nicht. Ja, okay. Probieren wir es halt mit 50 Pfennig aus. Ansonsten sind überall Leute am Start. Warum schon Brötchen ist voll, Jumper ist voll, Mäusejagd ist voll, Shuttle Loop ist voll, die Attraktionen, die Haufen Kohle bringen, sind Leute drin. Das ist gut. Ich meine, guckt euch das doch mal an hier. Verkehrswert jetzt 18.000. Was kann da noch schief gehen? Mitte März haben wir jetzt so. Ich könnte jetzt hier nochmal eine weitere Fressecke hinbauen. Zweite Toilette. Zweite Info. Das ist das Blöde hier bei RCT 1, 2, da hast du das dann automatisch ausgerichtet auf die Weghöhe. Und hier musst du dann immer ein Stück Land erhöhen, das Ding draufsetzen und das Land, damit es ordentlich aussieht, wieder absenken. Das haben sie hier nicht schön gemacht. Wahrscheinlich gibt es irgendwie einen Trick, den ich aber nicht kenne. Ich glaube es fast nicht, aber wenn es einen Trick gäbe, dann würde ich den bestimmt kennen. Die Pommesbude noch daneben. Ah. Kommt dorthin. Und dann haben wir noch den Eisverkäufer. Den stelle ich einfach hier unten rein, so. Was soll's? So, Luftballonstand haben wir als nächstes. Ich glaube, ich nehme die Stände mal raus.
Achterbahn könnte ich eigentlich auch rausnehmen. Jetzt habe ich drei Stück. Das müsste doch eigentlich reichen, oder? Oh, liegt viel Kotze rum hier hinten. Ach, da ist schon einer, der es wegräumt. Oh, hier, Mausejagd kommt gut an. Dieser Park ist wirklich sauber und ordentlich. Und dann liegt hier überall Kotze rum. Ach, das ist doch nicht lustig. Mäusejagd ist jetzt defekt. Sicherheitsabschaltung zum Glück nur. Die ersten meckern schon, dass die nicht so viel für Baumstammrutsche bezahlen wollen. Schon wieder. Aber jetzt bin ich mit dem Preis runtergegangen. Nee. 3 Mark immer noch zu viel. Jetzt kommen sie wieder an. Da hat gerade einer wieder irgendwo hingekotzt. Und jetzt haben wir diesen ominösen Luftballon stand. Na gut, ich baue einfach mal ein. Damit wir dann im Fall, dass wir das Szenario gewinnen, was zum Zerplatzen haben. Er kennt das ja, was am Ende passiert. Kurzer Blick von oben, so sieht der Park aktuell aus. Und das Ziel ist ein Verkehrswert von mindestens 10.000 nach Oktoberjahr 2. Da sind wir jetzt schon auf einem guten Weg dahin. Wie ihr seht, wir haben jetzt einen Parkverkehrswert von 18.500. Also es geht nur bergauf. Werbekampagne, denke ich, sollte nicht mehr notwendig sein. Gucken einfach mal bei den Erträgen rein. Das meiste macht der Shuttle Loop natürlich, was auch sonst. Meiste gewinnen und dann haben wir noch die Warteschlange. Irgendwo Probleme gerade, dass nirgendwo jemand ansteht. Nö, überall Leute am Start, das ist gut. Das heißt, die Attraktionen werden angenommen. Besonders Jumper. Ein kleiner, aber feiner Holzcoaster, der mit einer vollen Warteschlange glänzt. Ja, er wurde von der Fachpresse, von der Achterbahn-Fachpresse positiv angenommen, der Jumper. Die Kritiken sind positiv. Es wird zwar oft gesagt, ja, es ist nichts, keine Innovation, nichts Spektakuläres, aber im Resümee sind sich alle einig, dass diese Holzachterbahn einen soliden Fahrspaß bietet mit Airtime, Kurven und ja, viel Vergnügen. Ein paar Fachzeitschriften haben sich auch geäußert, dass man ein bisschen enttäuscht ist, dass das Actionfoto nicht dabei ist. Aber hier gibt es auch Stimmen, die haben gesagt, das ist überhaupt nicht notwendig, weil man braucht es nicht. Wozu auch? Warum muss ich ein Foto machen, wenn ich in einer Achterbahn sitze? Braucht doch kein Mensch. Ist doch eigentlich. Es ruckelt's wieder. Was ist denn da schon wieder los? Oh, das geht mir nur auf den Kack hier, dass das nur am Ruckeln ist, der Scheiß. Man da nichts machen. Warte mal, ich will ja mal den Virenscanner deaktivieren. Vielleicht hilft's. Vielleicht bringt's ja was. Ja, es kommt natürlich so ein Kackfenster hier. Bitte, ja, für immer deaktivieren und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, ich habe mir jetzt hier einen anderen draufgepackt, weil der Microsoft, der hat rumgespackt
Bonnen und da habe ich schon gedacht, ach Mensch, probierst du mal einen anderen aus, den es kostenlos gab und da habe ich den nochmal von